Dietmar Beiersdorfer ist offensichtlich kein Fan von feiner Abendgarderobe. Ich habe mich immer bei euch heute nur bei euch. Ich habe alles rausgehauen, was ich heute im Kleiderschrank hatte. Der Vorstandsvorsitzende des HSV hat sich herausgeputzt, denn die Hamburger sind auf Investorensuche. Jetzt, wo es sportlich zu laufen beginnt, fehlt eigentlich nur noch eins. Wir brauchen Geld und Sie können modernen Fußball nicht mehr spielen, ohne die finanzielle Seite in Angriff zu nehmen. Und wir wollen beides tun. Wir wollen in Nachwuchs investieren, genauso wie wir aber auch in den normalen Spielbetrieb Geld investieren müssen. Und dann müssen wir andere Menschen davon überzeugen, dass wir in der Lage sind, das zu rechtfertigen. Bisher war der HSV vor allem von dem Urteil eines Mannes abhängig, Investor Klaus-Michael Kühne. Logistikmilliardär und bisher einziger Investor des Clubs. 25 Millionen Euro hat er in den Verein gesteckt, allerdings selten ohne öffentliche Forderungen. Eine Belastung für die sportliche Führung. Man muss ihm auch erklären, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass nicht jede, dass wir nicht seismografisch reagieren können auf Niederlage und auf Sieg von Samstag auf Samstag. Und ich glaube, dass das auch einen gewisse Zeit dauert, bis er das auch versteht, beziehungsweise bis er auch die Branche so lernt, dass er dem auch so nachkommt, wie das, denke ich mal, normal ist. Deutliche Worte und ein klares Signal. Der HSV will neue Investoren. Denn 100 Tage nach der Ausgliederung in eine AG haben die Hamburger ein neues Gesicht. Eine neue Führung, einen neuen Trainer, neue Spieler. Nur das neue Geld fehlt noch. Beiersdorfer deshalb ganz hanseatisch. Wir müssen einfach versuchen, jetzt den Tanker HSV wieder zu wenden. Aber ich glaube, wir haben alles an Bord, was wir brauchen, um das zu tun. Wenn man genug Treibstoff hat, dann geht es auch. Nach Jahren des Sinkens scheint sich der Tanker HSV tatsächlich wieder vorwärts zu bewegen. Die Richtung ist vorgegeben, das Ziel allerdings vorerst nur am Horizont zu erkennen. Jetzt einmal bitte nach Nord-Nordwest hier zu mir.